Nun gut. Nun gut. Hoffen wir, dass der Zweck, zu dem wir dieses Fest ausrichten, Travia genauso gefällt wie seine Begleiterin. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Kann ich noch irgendwas tun? Muss ich irgendwas beachten? Nun, ich denke nicht. Wenn wir die Gäste begrüßen, ein, zwei Dinge sagen möchtest, dann tu dir keinen Zwang an. Ansonsten sieh so heldenhaft aus, wie du kannst. Versuche ich, immer grinst. Schau mal in die Runde. Sind alle da oder fehlt noch jemand? Rafim steht, glaube ich, auch irgendwo gerade neben der Bühne, wenn er möchte. Ihr könnt dann die. Also ich muss halt eben noch mit den Akrobaten sprechen. Ja, Würde die die auch mal sind fragen. gerade noch auf der Bühne und belustigen gerade das Publikum. Da ist wohl Achso. gerade ein Alleschlucker, also steckt sich wohl gerade ein Schwert in den Rachen, hat es bis zum Anschlag eingesteckt und zieht es jetzt langsam nach und nach wieder raus. Das ist ziemlich beeindruckend und unglaublich ekelhaft, aber ja. Das sorgt auf alle Fälle für höflichen Applaus, wenn man denn hinguckt. Die meisten haben sich jetzt gerade auf die Plätze gesetzt und haben kleine Gespräche angefangen. Also die Gaukler sind halt so ein Nebenschauplatz. Ich muss aber nichts sagen, oder? Und wenn ihr nichts zu sagen habt, dann wohl nicht. Gut. Er schränkt einfach die Arme und schaut grimmig. Das wird schon reichen. Krieg ich hin. Und dann, mein Gäste, Abelmir, möchtet ihr die Gäste zuerst begrüßen? Ich bin mir nicht sicher, sollten wir nicht vielleicht auf die Prinzessin warten? Als unser höchster Gast? Und ihr seid Herr Eurasia. Ist es normal, dass man so verspätet eintritt oder möchte sie einen Auftritt inszenieren? Es klingt nicht nach der Prinzessin, einen Auftritt zu inszenieren. Ich bin ein wenig besorgt. Ich ebenfalls, aber wir können nicht mit den Speisen anfangen, wenn die Prinzessin noch nicht anwesend ist. Mit den Das gehört Speisen sich natürlich nicht. nicht, aber ich hatte gehofft, die Gäste mit den Unterhaltungen, wie man gestern hatte, wurde das mit Rafim auch geplant, ein wenig hinzuhalten, Vielleicht nicht, dass sollten wir Unruhe aufkommt. die Musikanten aufspielen lassen und ja, vielleicht Tänze aufführen in der Mitte. Das Ganze ein bisschen nach hinten schieben, ist vielleicht keine schlechte Idee. Noch kommen ja ohnehin die Akrobaten dran, aber sicher, mit Tänzen kann man das Ganze ein wenig entzerren. Ich hoffe doch, dass Königin Rohaya bald kommt. Das hoffe ich auch. Vielleicht ist sie schon unter uns. Wer weiß. Oh, ich bin mir sicher, unsere werten Rajani werden sich darauf freuen, ihre Vorführung ein wenig vorzuverlegen. Nun gut, mach das. Ich werde den Haushofmeister anweisen, die Getränke zu servieren. Das wird sie ein wenig ablenken, hoffentlich. Wo ist übrigens der Hochkönig? Der sitzt draußen. Ich habe dem schon ein Fass Bier bringen lassen. Der kommt hier eh nicht mit. Was? Ah, der ist gerade dabei zum. Der ist jetzt mit dem Mörteln fertig. Der hat die Mauern, die Löcher in den. Er macht was? Lasst ihn, Er hat lasst davor ihn. die 5 Löcher in den Mauern, die wir gefunden haben, zugemörtelt und jetzt ist er gerade dabei, eine kleine Drachenstatue zu basteln aus Mörtel und Stein. Passt auf, Abelmir. Mit dem Essen werden wir ihn schon hereinködern können. Bis dahin ist es, glaube ich, besser, wenn er nicht hier drin steht und sich langweilt. Sonst fängt er hier an zu mauern. Bei dir. Solange er Spaß hat, das ist gut. Wollen wir vielleicht einem Diener Bescheid sagen, bevor wir ihn hier reinlocken mit dem Essen, dass er ihm da irgendwie so eine große Schale mit heißem Wasser und einem Handtuch bringt, dass er sich die Hände sauber machen kann? Ja, mach das. Ich könnte doch nicht. Oh, den Hochkönig. Der Hochkönig. Hochkönig wollte lieber mörteln, anstatt irgendetwas anderes zu tun. Ich kann das auch so nicht ändern. Ich kann ihm doch nicht verbieten zu mörteln. Ich denke, wenn er draußen mörtelt, richtet er wesentlich weniger Unruhe an, als er es hier drin tun würde. Das ist, Abgesehen davon denke ich, sollten wir ihn auch. nicht in Frage stellen. Er ist schließlich der Hochkönig. Überlegt einmal, er käme auf die Idee, er könnte die Bewässerung verbessern. Bei den Göttern. Ich glaube, er hat seine Spitzhacke dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Och, Ingrim, Hilfe. Soll ich mal den Söldnern Bescheid sagen, dass sie mal in die umliegenden Straßen einen herausschicken sollen, ob Rohaya schon unterwegs ist? Ich meine, sie wird schnell zu entdecken sein. Sie reist doch bestimmt in Begleitung ihrer Garde, oder nicht? Vielleicht schickt ihr auch einen Boten zur Residenz. Wir würden wohl kaum die Prinzessin fragen, warum sie noch nicht aufgelaufen Nein, ist. Das aber. wäre der Gipfel der Unhöflichkeit, Nein, dass ich euch das gerade mal wieder ihr erklären muss. fragt natürlich nicht die Prinzessin, sondern den Haushofmeister. Ja, der wird uns Ach, vermutlich das sagen, gehört sich nicht. dass er keine Informationen zu einer
zur Prinzessin herausgeben darf. Also ich finde es keine schlechte Idee, dass man die Söldner mal irgendwie in die umliegenden Gassen schickt, dass die mal nachschauen, aber mit Sicherheit keinen Boten zur Residenz. Warum auch nicht? Wir haben ja genug. Wir stammen mal solche Einkorbeweiden hinter mir. Los, schick mal ein paar von den Söldnern, die sonst nichts tun, los und die sollen mal in den umliegenden Straßen gucken, ob die ja, die wissen nicht, wie Rohaya aussieht. Eine hohe Dame mit einer ganzen Menge an Soldaten. Wie sieht die Panthergarde aus? Weiß das jemand? Weißer Kreis, roter Greif auf blauem Grund. Gelber Kreis. Genau. Und wenn die die finden, sollen die zurückkommen. Wenn die in einer halben Stunde noch nichts gefunden haben, sollen die trotzdem zurückkommen. Ganz egal, ob da irgendwas ist. Kann die ja nicht die ganze Nacht da rumstehen lassen. Werden wir wohl einige Tänze noch aufführen lassen. Schon einmal einige Tränke unter die Gäste bringen. Aber es ist jetzt nicht eigentlich braucht, dass ihr hier das irgendwie eröffnet, die anderen. Ihr organisiert das doch alles. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wenn die Akrobaten aussehen, als wären sie relativ fertig und Chiara ist aussehen, als würde er seinen Tänzer fertig machen, melde mich dann mal kurz auf die Bühne. Oh Damen, oh Herren, gemeine, liebe Freunde. Es ist eine große Ehre und Freude, euch alle hier schon einmal sehen zu können, während noch einige letzte Momente verstreichen müssen, bevor wir das Essen servieren können. Hat mein guter Freund Chiaras Carino und seine Brüder und Schwestern im Glauben noch einige Darbietungen ihrer Künste organisiert. Wir wünschen alle, dass sie euch wohl gefallen mögen. Mache ich einmal das Haupt und trete dann vor den Tänzern ab. Höflicher Applaus. Also gut, meine Freunde, es ist Zeit. Zeigen wir die Freuden Rajas. Ja, würfel doch mal bitte eine Tanzenprobe. Zum Glück bin ich abgetreten. Moment, ich tanze mit. Ja, natürlich tanzt du mit. Musikanten sein. Na, ja, da würfelst du musizieren. Das ist mir egal. Entweder tanzen oder musizieren. Ja. Solange er nicht singt, ist mir alles recht. Du bist ein bisschen verliebt. Ja, aber... Alles, was der ist die Wahrheit, ist die Wahrheit. Ich nehme die Beleidigung zurück. Du verspielst dich zumindest nicht, genau. Auch wieder höflicher Applaus. Derweil wollte irgendjemand rausgehen und suchen nach Panthergardisten? Ich habe einen Söldner Chorgeweihten angehauen, der soll ein paar von den Söldnern rausschicken und die sollen suchen. Die sollen gucken, ob die finden. Wenn die in einer halben Stunde nichts sehen, sollen die einfach trotzdem zurückkommen. Also, dass wir eine Ankündigung haben, dass sie jetzt gleich eintrifft, geht's mir. Ja, der Weg zur neuen Residenz ist sehr kurz, vor allem, weil hier dann auch draußen im Schlossviertel wenige Leute herumlaufen, die dann die Straßen blockieren. Im Inneren der Stadt ist das natürlich alles ein bisschen voller. Aber hier geht das dann recht schnell und die berichten dir dann nach ungefähr 10 Minuten. Es ist jetzt also kurz vor 7, damit seid ihr eine halbe Stunde im Verzug, dass die Panthergardisten noch an der neuen Residenz weilen und niemand dort losgegangen ist. Bisher ist sie nicht los, also zumindest ihre Wache ist nicht losgelaufen. Läuft die auch ohne Wache rum? Nein, oder? Natürlich, tut sie dauernd. Was? Das war sie. Ja, kein Wunder, dass sie euren Kaiser verliert. Wenn sie bis jetzt nicht aufgetaucht ist, ist natürlich die Möglichkeit, dass ihre Mutter ihr doch verboten hat, hierher zu kommen. Dann sollten wir sie wohl holen gehen, denn die Prinzessin des Reiches lässt sich von ihrer Mutter doch nichts vorschreiben. Also wollt ihr der Kaiserin widersprechen? Oder Reichsbehüterin oder was auch immer sie ist? Guckt ihn ja lang mit großen Augen an. Ist verständlich nicht. Aber die Königin von Gareth kann in den Mauern ihrer eigenen Stadt ja wohl ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir werden die ihre Augen führen müssen. Dachte, das funktioniert. Die Reichsbehüterin sagt, dann die Königin sagt, dann die Grafen sagen, die Barone sagen und dann diese Büttel sagen. Die Rangordnung innerhalb der kaiserlichen Familie ist wesentlich entspannter, was das angeht. Ach, kein Wunder, dass hier in dieser Stadt nichts läuft, wenn ihr keine Befehle befolgen könnt. Das mag schon sein, aber trotzdem, es geht nicht an, dass wir eine Abholung durchführen. Das geht nicht. Vielleicht sollten wir mit Rondigan Paligan sprechen.
Eine exzellente was Idee. Vorgeht innerhalb der Palastmauern. Ist der überhaupt hier? Schon mal gut, dass die Panthagadisten draußen stehen. Das soll ja schon mal was heißen. Vielleicht machen sie sich wenigstens zur Abreise bereit. Ich möchte mal unauffällig die Aufmerksamkeit von Verlängern erlangen. Die würdest du dann auch bekommen. Immerhin bist du Gastgeber und irgendwie wird er sich dann schon ja so ein bisschen für dich interessieren und guckt dann mal zu euch rüber. Ich winke mal so auf Halbattack in unsere Richtung. Gibt es auf Attack ein Bitte? Wohl nicht. Attack ist natürlich eine zum Teil Bettlersprache. Bettler benutzen kein Bitte. Soldaten benutzen auch kein Bitte. Also, er kommt rüber. Dann gebe ich erst einmal. Exzellenz. Ja, einen guten Abend. Ich bin mir selber nicht ganz sicher. Natürlich bin ich mir... weiß ich, warum ihr mich hierher bestellt habt. Was die hohe Dame treibt, weiß ich leider nicht. Wünscht ihr, dass ich selbst einmal nachsehen gehe? Es wäre wesentlich angemessener, als wenn wir jetzt, sagen wir mal, reumütig vor der alten Residenz auflaufen. Als Gastgeber solltet ihr, glaube ich, auch eher das Fest eröffnen, als dass ihr darauf wartet, dass die Königin eintrifft. Wenn sie denn überhaupt kommt oder wenn sie verspätet kommt. Und nun ja, diese Verspätung mag sicherlich begründet sein, aber vielleicht ist es dabei nur eine halbe Stunde und sie taucht in ein paar Sekunden auf. Oder es geht dabei um mehrere Stunden, aber so lange solltet ihr wohl nicht warten, wenn mir diese Staatskundigkeit gestattet sei. In der Tat vermutlich nicht. Wir werden wohl alsbald eröffnen müssen. Ich wäre euch allerdings dann auch tief zum Dank verpflichtet, wenn ihr vielleicht eine Erkundigung einholen könntet. Das kann ich selbstverständlich tun. Höflich anfragen. Die neue Residenz ist ja nicht allzu weit von hier. Dann habt vielen Dank. Wir würden auf ewig in eurer Schuld stehen. Ja. Könnte man sagen. Wenn wir sowieso, sei still. Ihr solltet die Becher füllen lassen, auch die der abwesenden Gäste, und dann das Ganze eröffnen. Entschuldigt mich bitte, ich muss jetzt einmal austreten. Damit verbeugt er sich und geht nach draußen. Nun, es sieht sowieso so aus, als wären die Tänzer angespannt. Wenn niemand mehr eine Idee hat, werden wir wohl mit einer kleinen Ansprache das Essen eröffnen. Ja, wir haben lange genug gewartet. Alles darüber hinausgehende wäre unhöflich. Wir müssen anfangen. Wurde inzwischen der Hochkönig gesäubert? Und nein, kümmert euch darum. Ich würde nicht ihn holen gehen. Dann einen Diener anweisen. Ja, der läuft mittlerweile. Der läuft mittlerweile mit einem Handtuch, putzt sich gerade ab, lässt sich dann schwer auf einen der Stühle sinken, ist wohl noch ein bisschen schmutzig, ein bisschen nass von dem Regen, von dem Nieselregen, setzt sich dann hin, schaut dann zu euch, wie ihr gerade oben auf der Tribüne steht, und ruft euch dann einmal durch die gesamte Therme: Geile Party, richtig gut. Ein verkniffenes Lächeln von mir. Also er ist zumindest jetzt schon mal glücklich, auch wenn es noch nicht mal Essen gab, hat er wohl ein bisschen Bier im Bad und ja, hat zumindest mit seiner Statue da Spaß. Magistra sagt, ich bin mir etwas unschlüssig, was man nun sagt. Ich denke, für die große Ansprache mit Spendenaufruf und allem ist jetzt nicht der Zeitpunkt, aber wir helfen das am besten. Also, sie sollte schon sagen, worum es geht. Genau, also das kann ich gerne sagen, wem die Gala gewidmet ist. Vielleicht, wenn ihr die Vorstellung übernehmen könntet. Ihr seht auch mittlerweile, dass die Therme wohl leiser geworden ist, nachdem der Hochkönig jetzt dieses laute Geschrei angefangen hat und sich hingesetzt hat, sind wohl mittlerweile alle anderen still geworden und schauen euch an, wie ihr neben der Tribüne steht. Lasst schon einmal servieren, das würde ja ein wenig dauern.
erst eine Rede. Wir wollen doch die Leute willkommen heißen. Genau, füllt die Gläser und wenn alle Gläser gefüllt sind, können wir etwas sagen. Ja, ich gebe den Dienenden eine Anweisung, dass sie mit Kelchen herumgehen sollen und die Gläser füllen sollen. Alle Gläser. Ja, währenddessen machen wir uns dann wohl schon mal auf der Bühne bereit. So bereit meine ich, wir stellen uns dahin. Ich würde nochmal so flüstern, erwähnen wir das mit dem Turniergewinnen oder nicht? Ich denke, das wissen alle Anwesenden. Okay. Dann würde ich mich hinter Ömer stellen und böse gucken. Dann? Ich räuspere mich einmal. Warte kurz, bis die Aufmerksamkeit auf uns liegt. Nun denn, werte Gäste, ist wohl an der Zeit, diese Feierlichkeit zu eröffnen. Wir möchten natürlich euch ein gutes Erlebnis bereiten. Und einige unserer Errungenschaften zur Schau tragen. Aber der eigentliche Sinn und Zweck dieser Feier ist es, denen zu helfen, die nicht hier sind, weil sie nicht hier sein können. Den Vertriebenen, den Verlorenen und den Vergessenen. Derer, an die wir manchmal nicht denken, obwohl wir es vielleicht sollten. Derer, denen wir diese Spendenfeier widmen wollen, dass auch ihnen Travias Namen geholfen wird. Ich hoffe mal, ich habe irgendwas zu trinken bekommen. Nun, und dann das Essen erst einmal eröffnet. Wo ist denn Rohaya? Der Prinz von den Nordmarken hat wohl gerade, reingeschrien. Agrobalt. Ich möchte den böse angucken. Kann ich den mit einem Blick zum Schweigen bringen? Du siehst erst wohl eher gut gelaunt, gerade aufgelegt und schaut auch dich dann fröhlich an. Ihre kaiserliche Hoheit wird in gegebener Zeit zu uns stoßen. Aber es wäre doch unser aller Mägen ein schwerer Frevel, wenn wir euch länger warten lassen würden. Ja, das ist richtig. Hört, hört. Dann auf das Haus Garrett, auf die Stadt. Auf Helden und Märtyrer. Auf Tobrien. Auf die Nordmarken. Auf die schwarze Perle an Anfang. Auf Almada. Den ganzen Laden. Und so ertöst der Raum in 10.000 verschiedenen Trinksprüchen. Ja, genau das. Genau das passiert. Jeder preist seine eigene Stadt, seine eigene Baronie oder löst sich dann auch so ein bisschen auf und alle fangen dann irgendwie an zu lachen. Und der erste Gang wird präsentiert. Ist das richtig? Das ist der Plan. Ja. Gut. Wir haben alle schon was zu trinken. Jetzt kann serviert werden. Ja, was ist denn der erste Gang? Aperitif in den Farben des Regenbogens. Dazu Zars bunte Häppchenauswahl. Gemüsepaste von jungen Möhrchen und Tomaten. Dazu Schnitze der roten Rübe und zarte Kartoffelchen. Wie man unschwer erkennen kann, natürlich der jungen Göttin gewidmet. So, geliefert aus dem Selander. Ja, die Portionen sind ziemlich klein und so ist die Portion Zar doch recht bald verdrückt. Neue Getränke werden immer gereicht, also wenn man dann zu dem jeweiligen Gang noch etwas Spezielles haben möchte, so wird dann natürlich immer nachgefüllt. Die Bediensteten haben aller Hände voll zu tun. Verschiedene Biere, die gereicht werden, Wasser, Weine, verdünnt, nicht verdünnt, natürlich auch einige Spirituosen, die dann gereicht werden. Ja. Im Hintergrund läuft auch leise Kammermusik von den anwesenden Musikern, um die Gäste deren Ohren zu schmeicheln. Aber nicht so laut, dass man die keine Gespräche führen könnte. Unaufdringlich. Gut. Gang Nummer 2. Hier gibt es Fextons zwinkernden Gruß aus der Küche, gereicht mit Nebelwasser. Die Zutaten sind geheim. Gang Nummer 3. Das ist Perine gewidmet. Das ist ein Basilikum-Schaumsüppchen mit dem Besten aus Perines Garten. Dazu ein Angalo-Hochland-Tee zum Nachspülen. Das ist die erste Ernte aus der Auswahl der Blattspitzen. Möchtet ihr zwischen den Gängen noch irgendwas anderes anbieten oder soll erstmal gegessen werden?
Ja, nach so drei Gängen würde ich sagen, dass dann die Akrobaten auf die Bühne treten können und Rafim dann im gleichen Zug mit auftritt. Ja, wie viel Stärke brachte das Kraftelixier nochmal? 7. Bin okay. Gut, danke. Gut, ich würde das dann natürlich auch trinken. Kraftelixier, welcher Stufe? D, richtig? Mhm. Für 7 Körperkraftpumpe-Punkte. Wie hoch ist jetzt deine Körperkraft, Rafim? 24. 24. Gut, wie geht das jetzt vonstatten? Die Feuerspucker treten dann von der Bühne runter. So ein paar Kastratensänger, so, die sehr jugendlich klingen, natürlich aus dem Horasreich, wo sollen sie auch sonst herkommen, treten dann runter und die Bühne wird bereitet für den stärksten Mann der Welt mit einem Aufbau, wo er sich dann hinlegen kann. Oder möchtest du das am Stand tun? Erzähl. Wie hoch ist die Decke? Dadurch, dass es noch ein Obergeschoss gibt mit offenen Balkon, hoch. Okay, ich hätte gerne vorher mit den Akrobaten abgesprochen, dass ich die so hoch auf die Balustraden katapultieren möchte. Also als zum Beginn, weißt du? Ich nehme die und dann schmeiß ich die da hoch. In den ersten Stock auf die Geländer. Das sind... Genau. Na gut, das musst du den ganzen Stockwerk überspringen. Ich sag mal 6 Meter? Also 4 bis 6 Meter, dann... Ja, ich versuche die da hoch zu katapultieren. Dann gib mir mal eine Athletikprobe um 10er Schwert. Ach du Scheiße, das schaffe ich gar nicht. Kannst du auch auf Körperbeherrschung ausweichen? Ja, das wird auch nichts. Kannst du auf alle Fälle versuchen. Ja, das klappt sogar. Wow. Wow. Ja, um 10 ist schon ganz, ganz krass. Ja. Deine Körperkraft ist auch noch nicht angepasst, ne? Also gut, die 13 ist dann das, was du... Ja, das passt ja. Ich habe ja um 10 das Schwert eingetragen. Ja, genau. Also deine Konstitution ist dann das, was da die mit der 13 das kaputt macht und nicht die Körperkraft. Aber ja, das passt. Also du kriegst sie nach oben katapultiert, einen nach dem anderen. 3, 4 Leute, die dann auch... Ich würfe mal selber eine Akrobatikprobe. Schauen wir mal nach. Aufs Maul. 20. Direkt in die Menge rein. Direkt auf Rohajans Stuhl. Ja, das so, ist jetzt schauen wir so mal. Schlimm. Dann machen wir eine Q5. Körper. Und das ist eigentlich eine Akrobatik. Ich würfel aber mal eine Athletikprobe. Das ist aber Akrobatik mit dem gleichen Wert. Und dann drehen sie sich, machen ein paar Pirouetten, ein paar Loopings. Und halten sich dann an den Vorsprüngen fest, sodass sie dann nach und nach nebeneinander landen. Den einen nach links, den anderen nach rechts, den anderen nach hinten, den anderen nach vorne. Und dann hängen sie dann da. Genau, ja, und dann, ich weiß nicht, haben wir irgendwas Schweres zum Heben? Sonst würde ich einfach 2 Söldner, 2 Chorgeweihte auf den Tisch stellen und den dann stemmen. Das sollte gewichtstechnisch kein Problem sein. Ja, dann machen wir mal eine Körperkraftprobe plus 10. Ja. Plus. Kann man überhaupt würfeln? Ja, doch. Ja, mit einer 24 ist das schon wichtig. Ja, das schaffe ich nicht. Hast du noch einen Schicksalspunkt? Nee. Ja, dann stellst du die Söldner dahin und versuchst zu drücken und es passiert nichts. Ja, das kann ich nie ändern. Ja, okay, die Leute klatschen höflich und applaudieren dir. Sie wissen nicht genau, was da passieren soll, aber ja, das... Die klatschen immer höflich. Die klatschen immer höflich. Ja, dann gehe ich von der Bühne runter. Rafim hat sich das nicht vorbereitet. Der hat sich gedacht, ja. Was machen wir jetzt? Ich dachte, ihr hebt Dinge. Hab ich doch. 75 Dukaten für den Arsch. Nein, er hat ihn nicht in den Mund gekippt, seid unbesorgt. Kommt aus Gleiche raus oder aus dem Gleichen. Naja, mehr Akrobatik. Theophrastus geht jetzt ein bisschen auf die Bühne und versucht das zu retten. Er benutzt die Meisterwerke der Alchemie. Goldregen, Silberkaskaden, die dann über den Boden sprühen, ein paar Knallfrösche, die dann rumhüpfen, explodieren in der Luft und ein paar Raketen, die er dann auch hier im Inneren zündet, die dann an den Akrobaten, die oben noch hängen, links und rechts vorbeifliegen, blaue, rote, goldene Sterne, die dann oben verglühen. Kann er nicht den Tisch schweben lassen?
mit den Chorgeweihten drauf. Nein. Er benutzt erstmal die Alchemie, das ist in Anführungsstrichen profan, und da muss er erstmal keine magische Energie reinstecken. Das ist so das Notfallprogramm, was er sich jetzt gerade überlegt hat, auch wenn das für den späteren Abend eigentlich war, aber er muss versuchen, jetzt diese miserable Leistung von Rafib auszubügeln. Aber mir, das sollten wir ihm gut vergüten. Guck mal, was der sich ins Zeug legt für uns. Bei Zeiten, bei Zeiten. Ist eigentlich der Reichsgroßgeheimrat mittlerweile wieder da? Er wartet den sehnsüchtigst. Nein, ist er nicht. Ingrim, wie geht's denn weiter mit dem mit der Vorspeisenplatte? Ingrim, die Vorspeiseplatte, Feuer und Rauch, geräucherter Bärenschinken, Edelhartwurst, würziger Schafskäse aus der Heimat der Zyklopen, feurige Sikrami und bester Gareta. Dazu Gersterbrot aus Meisterhand, dazu helles Pferdocker Gerstenbräu gereicht. Raya. Ja, danach kommt der Raya-Gang. Koschama-Zungen in Bosperania-Soße auf Rotwurzscheibchen. Dazu rote Arivora Bosperania mit Rosenblütendeko. Ja, mittlerweile ist es so 19.30 Uhr. Immer noch keine Meldung von Rohaya, von dem Reichsgroßgeheimrat, beziehungsweise aktuellen Funktion des, Romuliser Markgrafengeschlechts. Die Stimmung ist an sich ganz gut, zumindest ist man noch beim Essen und während man isst, kann man so leise Gespräche neben seinem Sitzpartner führen. Solange noch was zu tun ist, ja, wird eigentlich Zeit für Gang Praios, oder? Kann ich wohl Kiaras anhauen? Klar. Ja, Lan, soll ich vielleicht versuchen, ein paar Äpfel von den Köpfen zu schießen? Das wäre eine hervorragende Idee. Ich habe meinen Bogen nicht jetzt direkt hier, der liegt aber in einer der abschließbaren Kammern. Dann hol ihn noch am besten schnell, oder? Okay. Dort ihr ein paar Äpfel und Leute, die sich Äpfel auf den Kopf legen. Ja, das mache ich doch gerade selbst. Oh, da mache ich natürlich auch mit. Karinor? Ja? Ich würde dich ungern hier rausjagen, aber findet mir heraus, wo die Prinzessin ist. Also gut, ihr schafft das hier allein? Ich würde es doch sehr gehofft haben. Weil noch eine Tanzanlage von euch wird sowieso erst einmal nichts zünden, denke ich. Also gut, ich versuche es. Ja, ich quatsch die Akrobaten an, die da wahrscheinlich noch an der Bühne rumhängen. Ja, gerade ein Narr auf der Bühne, der so ein bisschen jongliert und eine rote Nase auf hat und einfach lustig aussieht. Es ist einfach der typische Hofnarr. Ja, ich würde mich dann an jemanden neben der Bühne wenden, also von denen, die gerade nicht auftreten. Mhm. Verzeiht, dass ich noch einmal störe. Gewinner des Bogenschützenwettbewerbs, würde gern noch eine Nummer improvisieren, ob ihr wohl einige Akrobaten als Zielscheiben quasi zur Verfügung stellen wollt? So eine ganz klassische Apfel-auf-Kopf-Nummer. Das machen wir natürlich lieber mit unseren eigenen Gauklern. Da sind die Pfeile nicht echt und gut, wir möchten euch unsere Tricks nicht verraten, aber auch da möchten wir auf unserer... Gut, natürlich, wir können da nicht mithalten mit so einem, aber das sind abgesprochene Nummern. Ja, das ist in Ordnung. Vielleicht kann man das ja irgendwie darin einbetten. Es geht darum, ein wenig Zeit zu schinden, um ehrlich zu sein. Also gut, dann schicken wir erstmal unsere Leute auf die Bühne und danach kann dann euer Mann auf andere schießen? Ja, sicher. Er macht dann einen krönenden Abschluss.